Oh ja, hallo. Hallo. Hallo, schönen Tag. Nadine Schmidt, mein Name von der Mediacom. Herr Roland Zule, bitte. Ja, ist ein Telefon. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie hatten sich bei dem iPhone X beteiligt. Können Sie sich noch an die Teilnahme erinnern? Wie bitte? Sie hatten sich bei dem iPhone X beteiligt übers Internet. Können Sie sich noch an die Teilnahme erinnern? iPhone ist super, genau, ja, da war was, da war was. Okay. Ja. Und durch diese Teilnahme haben wir es nämlich bis zur Endziehung geschafft. Sagen Sie sind unter stark. den Endfinalskandidaten. 20 Preise zu vergeben, dass Sie den 1000 Euro Wertgutschein haben, 100% garantiert. Ja? Habe ich was gewonnen? Habe ich das richtig verstanden? Ja, Sie haben mich richtig verstanden. Sagen stark, Bruder. Sau, ich freue mich. Vielen Dank. Bitte schön, das ist Ihr Glück, Ihr Gewinn. Sagen Sie haben stark. sich beteiligt. Sagen ruhig das. Sie seid. Vielen Dank. Und Herr Rohlede, die Ziehung ist in 2 Monaten. So lange noch. Ja, so lange noch, müssen noch abwarten. Das ist ja Und schrecklich. bei den Hauptpreisen können Sie sich auch entscheiden, was Sie im Gewinnfall in Anspruch nehmen, ja? Was kann ich machen? Auf Platz 1 ist der Jaguar FP oder die 85.000 Euro. Was darf ich hier für Sie eintragen? Auto oder Geld? Auto, Reeperbahn, musst du gutes Auto haben. Okay. Ganz Platz stark. 2, C-Klasse Cabrio oder 60.000? Auto, ich doch gerade schon gesagt. Das ist auf Platz 2, ist wieder das Auto. Soll ich nochmals Auto eintragen, der Mercedes? Ja, zwei Autos sind auch gut. Okay, Platz 3, Traumreise Malediven für 2 Personen oder 10.000 Euro Bargeld? Geld, da kann ich mir noch ein Auto kaufen. Okay, Platz 4 Bargeld in Höhe von 4.000. Platz 5.500, Platz 6 bis 20, da kann ich nichts mehr umstellen, das sind die diversen Gutscheine, Reisegutschein, Tankgutscheine oder Einkaufsgutscheine. Sagen Eines stark. von diesen Gutscheinen gehört, also haben Sie 100% sicher, aber eines von diesen 20 Preisen gehört auf jeden Fall Ihnen. Ja, hast Wenn man du gewinnt, Gutscheine für Jägermeister? Hast du Jägermeister-Gutscheine? Leider nicht. Alles Also so. die Sponsoren haben das nicht dazwischen. Also Mediamarkt, Rewe, Amazon, Saturn, etc. geht da weit. Ja? Ja, kann ich das ja immerhin bestellen. Jawohl. Und Sag stark. Sie bekommen in 10 bis 14 Tagen Ihren Begrüßungsschreiben. Ihre Zugangsdaten laut der Ziehung, wo Sie selber alles online mitverfolgen werden. Ja, soll ich Telefonisch das ist aufschreiben oder was? Ich muss mal einen Zettel holen. Einen Moment bitte. okay. Ja, was für Zugangsdaten soll das denn sein? Das wird in den Unterlagen mit dabei sein. Ja, Sie müssen das jetzt nicht aufschreiben, weil das weiß ich auch selber nicht. Ach Das wird von so. der Verwaltung aus dann in den Unterlagen mitgeteilt. Ja. Und dann, Carole, die Unterlagen werden Sie auf die Herbertstraße 102 20359 Hamburg erhalten. Wäre das noch aktuell? Ja, klar, Mann, das ist noch in Ordnung. Okay, und geboren sind Sie dann am 7.11.1963? Ja, klar. Okay. Ich bin Und Widder, wie ich Sie bin Widder. Sagen stark. Und wie Sie wissen, werden ja die Gewinner in Deutschland bei den kostenlosen Verlosungen zu 20% versteuert, ja? Was, ehrlich? Ohne Scheiß? Ja, ohne Scheiß. Was soll Und denn sowas? als das Weißt du, Gewinn der gewinnt vorgelegt mal wurde. was und dann nehmen die einem das alles weg. Oh nein, das möchte der Staat haben. Ja, das meine ich doch. Ja. Sie nehmen einem das alles weg. Okay. Und da Sie den Mindestgewinn 1000 Euro Wertgutschein sicher haben, betrifft die Steuern, Abgaben Sie auch.
Aber damit die Finalisten ihren Gewinn steuerfrei erhalten, bekommen die Finalkandidaten einen Sponsor, und zwar ist es eine Sponsorenzeitschrift für insgesamt 14 Monate, zweimal mit einem halbjährlichen Sonderpreis und 2 Monate gratis. Können Sie bitte ein bisschen langsamer sprechen? Ich bin nicht mehr so fit. Ich kann es gar nicht verstehen, wenn Sie so schnell reden. Okay, Entschuldigung. Alles gut. Ganz langsam. Weil ich muss gerade mal kurz den Becher nachfüllen. Warte mal. Sie können weiter sprechen. Okay. Damit Sie Ihren Gewinn steuerfrei erhalten, bekommen die Finalkandidaten einen Sponsor. Ja. Und zwar ist es eine Sponsorenzeitschrift für insgesamt 14 Monate. Eine Spastenzeitschrift? Was? Und eine Sponsorenzeitschrift für insgesamt 14 Monate. Zweimal halbjährlich werden Sie bezahlen und 2 Monate gratis. Also was jetzt, bezahlen oder gratis? Das beides geht ja nicht. Sie bekommen den Gewinn steuerfrei. Ja. Der Sponsor übernimmt für Sie die 20% Steuern ab. Sag mal stark. Egal, was Sie gewinnen. Wer ist das denn? Bei wem darf ich mich da denn bedanken? Sponsor TV Hören und Sehen wurde auf Ihren Namen vermerkt. Wer? Wie heißt der? TV Hören und Sehen. Hören und Sehen? Ist das ein Türke? Hören und Sehen? Hören und Sehen. Ach so. Ja, Entschuldigung, ich habe schon ein bisschen was getrunken. Aha, okay. Kein Problem für mich. Wenn das für Sie auch kein Problem macht, wenn Sie möchten, können wir uns dann später auch nochmal. Also, trinken ist für mich noch nie ein Problem gewesen. Das mache ich den ganzen Tag. Ah, okay. Wenn es kein Problem ist, für mich ist es auch kein Problem. Das ist Ihr Leben. Sagen Sie stark. Respekt dazu. Und, schaffen Sie auch 2 Liter Jägermeister am Tag? Können Sie noch sauber sprechen? Nein, dann kann ich nicht. Sag mal stark. Ich glaube, so habe ich gewonnen. Wollen Sie auch einen haben? Es ist ja eigentlich Weihnachten, ne? Ja, Weihnachten. Am Weihnachten geht es schon, aber jetzt bei der Arbeitszeit wird es für mich auch schwer. Warum müssen Sie eigentlich so kurz vor Weihnachten noch arbeiten? Wir sind doch hier nicht in Nordkorea. Leider, der Arbeitgeber will das so haben. Was sind das? Kann ich mit dem mal sprechen? Ja, das kann ja aber nicht sowas mit den Menschen machen. Können Sie mir den mal geben? Mein Vorgesetzten? Ja, das können ja nicht die Leute hier zu Weihnachten im Büro festhalten. Leider, ist ja kein Problem. Hauptsache, die Finalkandidaten sind informiert, dass wir auch unsere Arbeit machen. Ja, ich finde das. Ja, aber das hätten wir ja auch noch nach Weihnachten machen können, wenn das erst in 3 Monaten ist. Kann ich den mal kurz haben? Ich will den mal kurz zur Sau machen. Okay. Sag mal stark. Vielleicht kann ich mich nach im Neujahr melden. Das ist kein Problem für mich. Nein, ich finde das nicht gut. Kann ich den Chef mal haben? Sie möchten meinen Chef haben. Bitte, wenn das möglich ist. Okay, ich werde ihn mal rufen, ja? Ja, sagen Sie stark. Möchten Sie warten oder soll ich auflegen, da, wenn er da ist, dass er sich bei Ihnen meldet? Ja, wir können ja so lange uns unterhalten. Weil wie lange müssen Sie denn noch arbeiten, dass ich Ihnen das auch gleich sagen kann? Okay. Dann muss ich ihn erstmal rufen, ja? Ja, und wie lange müssen Sie noch arbeiten? Das ist eine einfache Frage. Eine halbe Stunde. Sag mich stark. Eine halbe Stunde. Das ist dann ja gerade noch vertretbar. Und morgen auch wieder, oder nicht? Ja, morgen bin ich auch da, weil ich muss die Unterlagen vorbereiten. Oh, sag mich stark. Und was ist das in 3 Monaten? Welches Datum? Du musst es ja aufschreiben. Das ist der 22. Welcher 22.? 22. Februar. In 2 Monaten. An dem Tag hat Hitler Geburtstag. Da können Sie doch keine Verlosung machen. Tut mir leid, aber
das wird der Zufallsgenerator verlost und sie werden das auch online mitverfolgen. Ist doch kein Problem. Ja, aber an dem Tag hat Hitler Geburtstag. Ja, okay, dafür habe ich Verständnis, aber soll dann die Verlosung dann geschoben werden? Also ja, selbstverständlich, sonst das kann man ja nicht machen. Sie können doch nicht den Geburtstag von Hitler feiern. Okay, nicht vom Hitler. Okay, werde ich da so mitteilen? Ja, schreiben Sie das bitte dazu, mit großen Ausrufezeichen. Okay, kein Problem, dass es nicht an dem Tag verlost werden soll, ja? Das wäre von Vorteil. Es ist ja sonst eine Angelegenheit für den Verfassungsschutz. Okay, kein Problem. Wir wünschen natürlich, wir sind gegen die Meinungen offen, ja? Ich werde das auch so... Sie sind gegen Meinungen offen, das finde ich sehr gut. Das bin ich auch immer. Okay, das... Wo ist denn der Chef jetzt hier? Aber ich rede ja mit Ihnen, deshalb kann ich ihn nicht rufen. Ach so, rufen Sie den mal, Entschuldigung. Okay, warten Sie mal ganz kurz, ja? Ja, sagen Sie stark. Okay, bis gleich, warten Sie. Ja, ich warte. Ich höre mal noch einen Schluck aus der... Und eine Bude voll rum. Ich kriege jetzt gerade das Lied von der Schatzinsel nicht mehr hin. Irgendwie 16 Mann und eine Bulle voll rum. Weil es waren Meuterer und die sind ausgesetzt worden. Ey, ich ertrage nicht mehr so viel. Chef! Abteilungsleiter Marc Kaiser, Herr Wendel. Wie kann ich weiterhelfen, bitte? Ja, ich wollte mal nachfragen, warum Ihre Mitarbeiter an Weihnachten arbeiten müssen. Ich finde es nicht in Ordnung. Wir haben hier noch nicht Weihnachten. Ja, es ist ja aber fast Weihnachten. Da müssen die Leute doch auch zu Hause sein. Da ist es so, da es fast ist, ne? Ja, richtig. Ja, du musst ja auch die Vorweihnachtszeit... Ich bin Abteilungsleiter, Herr Rolländer. Wie muss ich auch arbeiten? Also, eigentlich wollte ich mit dem Chef sprechen. Ich wollte ja nicht Sie zur Sau machen, sondern den Chef. Ja, der Chef wird es wahrscheinlich nicht genehmigen, um ihn hier hinzurufen. Die Möglichkeit haben wir auch nicht, ne? Ja, der ist wahrscheinlich schon zu Hause und feiert Weihnachten. Und Sie müssen da sitzen. Vielleicht feiert das schon seit einer Woche, Herr Rolländer. Das können wir nicht wissen, ne? Sagen stark. Das ist eine Sauerei. Es tut mir echt leid für euch. Das ist eine richtige Sauerei, Herr Rolländer. Aber können Sie die Arbeit natürlich der Frau Schmidt nochmals dann verleichtern. Wir wissen, worum es geht. Ja, ich hab... Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich das nicht gut finde, dass Sie so lange arbeiten müssen. Ich wollte nur ein gutes Wort für Sie einlegen. Das ist nett von Ihnen. Ja, so bin ich manchmal. Wäre die Möglichkeit da, wäre es toll gewesen, aber leider nicht. Schade, da können wir ja vielleicht noch ein anderes Mal machen. Vielleicht ein anderes Mal, Herr Rolländer. Gibt es einen anderen Punkt, wo ich weiterhelfen kann? Ey, weiß ich gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben. Ich soll irgendwas gewinnen, das weiß ich doch. Die iPhone X-Verlosung war das, die kostenlose. Sag. Die von deutschen Verlagshäusern finanziert wird. Und bezüglich bei den Preisen hatten sich zu entscheiden, 1000 Euro Wertgutscheine haben sich hier gesichert, Herr Rolländer. Ne? Richtig. Da haben Sie sich für einen Sponsor zu entscheiden. Hauptsponsor ist der Hörzu. Soll das dabei verbleiben? Ja, die Frau hat vorhin TV hören und sehen gesagt. Jetzt sagen Sie was ganz anderes. Es sind ja mehrere Sponsoren dabei. TV hören und sehen, hört zu, Gong und Gong Digital sind die Hauptsponsoren. Was nochmal? Es war zu schnell. Ich bin nicht mehr so fit. Eine der Zeitschriften haben sich zu entscheiden. Welche sollen wir eintragen? Das ist irgendwas, hast du was mit Motorrädern, Bruder? Motorrad möchten Sie. Da. Ist unser Motorrad was vorhanden, Frau Schmidt? Wie bitte? Also über die Angelegenheit im Detaillierten ist die Frau Schmidt besser informiert als ich. Ja, aber gibt's da was mit Motorrädern? Fährst du auch Motorrad? Nein, leider nicht. Ja. Führerschein wurde mir entzogen. Ja, also, wieso das denn? Sollen wir Motorrad für Sie melden?
Warum haben Sie dir den Führerschein weggenommen? Warum haben Sie dir den weggenommen? Das ist jetzt privat. Das ist privat. Ja, und jetzt hast du nicht mal mehr einen Führerschein für den Deo-Roller. Ja, leider. Du kannst nicht haben. Ich habe hier auf der Reeperbahn habe ich einen Kumpel, der kann dir polnischen Führerschein beschaffen. Soll ich dir den mal heben? Nein, nein, also. Himitri, komm mal her, der Mann braucht deine Hilfe hier. Wegen Führerschein. Herr Hochländer. Mann. Hallo, Schuko, wer ist da? Blöd, ich hab ihn aufgelegt. Hundesöhne. Elende Hundesöhne.